Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wie cool ist dieser YouTube-Kanal Rohveganer am Limit? Halt's Maul, Patrick. Es geht häufig, diese Bilder hier dementsprechend. Doch entspricht das wirklich der Wahrheit oder ist es einfach nur frei erfunden? Können Carotinoide die Hautfarbe überhaupt nachweislich ändern und wozu dienen diese überhaupt? Was sind Carotinoide überhaupt? Es sind Pflanzenstoffe, Pflanzenmetabolite aus dem Sekundärstoffwechsel. Auch kurz gesagt, sekundäre Pflanzenstoffe. Primär wäre dann Zucker, Fette, Proteine, was die Pflanze auf jeden Fall benötigt. Carotinoide brauchen sie nicht unbedingt zum Überleben, schützen sie aber vor Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel der Sonne. Beispiel eine rote Mango. Sagt nichts über den Reifegrad aus. Dieser korreliert zwar, ist aber nicht kausal, sondern sagt nur, wie lange diese Frucht schon in der Sonne rumhängt. Sondern nur, wie viel Sonne die dementsprechend diese Frucht auch genossen hat. Da der Reifegrad der Frucht aber von den Blättern abhängt und wie viel Zucker dann dementsprechend dort ankommt durch die Photosynthese, ist dies einfach nicht kausal. Puh, das ist ganz schön ausgeschweift. Auf jeden Fall schützt diese sekundäre Pflanzenstoffe die Mango in jedem Fall vor der UV-Strahlung, welche DNA zerstören könnte. Gerade Rot, das Lycopen oder Orange, das Alpha- und Beta-Carotin. Es gibt unterschiedliche Carotinoide und Xanthophylle. Carotinoide bestehen rein aus Kohlenwasserstoffverbindungen, das heißt Kohlenstoff und Wasserstoff. Ähnlich wie bei den, Frage an dich, Ölen, richtig. Und sind damit vollständig fettlöslich. Xanthophylle haben auch Sauerstoffatome, welche dann einen polaren Charakter ins Molekül bringen. Da Wasser ebenfalls polar ist, lassen sich jene viel besser schon in Wasser lösen, sind aber noch dort trotzdem sehr, sehr fettlöslich. Polar lösten sich in Polarem, das heißt Wasser zum Beispiel in Alkohol und Unpolares in Unpolarem, zum Beispiel Öl und Vitamin A. Wer mehr Chemie-Basic hören möchte, kann sich ebenfalls mein Video dazu angucken. Ich habe das alles schon mal genauestens erklärt. Hier mal eine Liste der Carotinoide und Xanthophylle. Leider die Mutter aller nicht dabei, das Astaxanthin, welches das stärkste unter jenen ist. Und wir es auch deshalb liposomal verkapselt haben, bei vitasomal.de haben uns dazu damals entschieden. Klar ist, dass fettlösliche Vitamine sich einlagern können in Zellmembranen und diese passieren können. Das sollte klar sein, denn unsere Membranen bestehen nun aus einer Doppellipidschicht, Fettschicht. Ja? Wasserlösliche Substanzen ist dies nicht eingeräumt. Nur, was machen diese eingelagerten sekundäre Pflanzenstoffe dann genau? Genau genommen geht es hier um freie Radikale. Wie zum Beispiel bei der Mango, die sich durch Carotinoide vor der Sonnenstrahlen schützt, in ihrer Haut, der Frucht. Oder auch bei unseren Menschen, wo sie sich akkumulieren in der Haut. Gleicher Mechanismus. Eine steigende Radikalakkumulation könnte zu zahlreichen Krankheiten führen, wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Nervenschädigung, Schlaganfall und so weiter und so fort. So, jetzt erkläre ich euch aber mal auf YouTube wahrscheinlich als allererstes, wie das überhaupt wirklich vonstatten geht und jetzt einfach mal richtig festhalten und alles auf der Hand legen. Jedes Molekül hat eine bestimmte Energie. Das ist die Kraft, zum Beispiel aus den Bindungen, die dieses Molekül zusammenhält. Die von Sauerstoff ist dementsprechend 93,9. Die von Carotinoiden 86,7. Damit sind die Carotinoide sehr, sehr nah dort verwandt, dem Energiegehalt und effektive Quencher für Sauerstoffspezien. Was sind Quencher? Quencher sind Energieüberträger, sehen wir hier. Wofür wird diese Energieübertragung denn jetzt überhaupt benötigt? Das klären wir jetzt. Es gibt drei grundlegende Mechanismen von Carotinoiden, freie Radikale im Gewebe zu bekämpfen. Da, wo sie sich vielleicht eingelagert haben bei uns. Hier Reaktionsgleichung 3 zu sehen. Jedes Atom oder Molekül würde gerne ein gepaartes Elektron haben, das heißt zwei Stück. Der Punkt signalisiert ein ungepaartes Elektron, ein einzelnes Elektron. Das sehen wir am R, steht für Radikal, plus der Punkt ist ein ungepaartes Elektron. Damit ist das Radikal sehr unglücklich und wütend und klaut sich wild von körpereigenen Molekülen oder DNA, unserer eigenen DNA, ja, das fehlende Elektron oder beschmeißt sie damit mit dem einzelnen Elektron, weil ihm ist lieber entweder zwei oder keins. Aber eins ist am unglücklichsten. Und damit richtet es Schaden an. Wenn alle in einer Zweierreihe stehen würden, Hand in Hand, wie in der Grundschule, bevor es in die Schule geht, macht keiner Ärger, weil alle Hände besetzt sind, okay? Alle Reaktionsgleichungen. R, Radikal plus Carotinoid, gleich R minus. Das heißt, es hat ein Elektron bekommen von dem Carotinoid.
welches jetzt dementsprechend mit einem Minus oben versehen ist, weil ein Elektron negative Ladung aufweist, eine überschüssige Ladung einfach nur vermerkt ist als Minus dann dementsprechend. Ja, dementsprechend das Elektron ist im Überfluss und ist damit nicht mehr wütend und glücklich. Das Carotenoid ist aber nur selbst zum Radikal geworden, sehen wir hier an dem einzelnen Punkt, welches aber kaum negative Eigenschaften hat und nicht aggressiv aus dem Körper wirkt. Und das ist der ganz große Clou daran. Möglichkeit Nummer zwei ist dann dementsprechend, gleiches Spiel, ja, wütendes Radikal trifft auf Carotenoid. Jetzt gibt das Carotenoid dem Radikal aber kein Elektron, sondern nimmt ihm seine Waffe ab, das überstehende Elektron. Und damit hat dann dementsprechend das Radikal überhaupt kein überstehendes Elektron mehr. Und dann dementsprechend ist es halt eben auch nicht mehr schädlich für unseren Körper, weil es kein einzelnes Elektron hat, wo es sich eins hinzuklauen kann oder wo es eins abgeben kann, wo es eigentlich nicht hingehört. Es hat quasi leere Hände. Das Carotenoid wird nun wieder zum Radikal, sehen wir hier, aber wir haben es gerade gelernt, Carotenoide, die Radikale sind, sind nicht wirklich schädlich für unseren Körper. Möglichkeit Nummer drei, hier die Gleichung, das Carotenoid sagt, komm mal her, Radikal, und umarmt es und überträgt so gesehen den schädlichen Charakter des Sauerstoffradikals auf sich. Und wir haben alle gelernt, Carotenoidradikale sind deutlich unschädlicher als Sauerstoffspezien. Okay, alles klar soweit? Sonst stellt ihr die Frage einfach nochmal in den Kommentaren und das höre ich mir dann nochmal an und antworte euch. Oder ich habe auch sehr viele kluge, ambitionierte Zuschauer, da freue ich mich super krass. Die werden dir bestimmt auch helfen. Ansonsten einfach diesen Part nochmal schauen und du verstehst ihn zu 100%. Jetzt auch zu den Studien gibt es wissenschaftliche Beweise dafür, dass sich diese überhaupt eingelagert werden. Es wurde in einer blind randomisierten Studie getestet. 7 Mahlzeiten mit carotenoidreichen Lebensmitteln und 7 Mahlzeiten am Tag mit carotenoidarmen reichen Lebensmitteln über 4 Wochen. Hier sind die Lebensmittellisten, zum Beispiel in der reichen Ernährung dann Tomaten, Orangen, Karotten, Grünzeug, ist klar. Und in der niedrigen Gruppe Zwiebel, Apfel, Kohl und so weiter. Mit wenig Carotenoiden. So, zunächst wurde das Blutplasma untersucht und wir sehen hier in der High-Gruppe stieg der Carotenoidanteil deutlich. Und wir sehen auch in der Low-Gruppe sank er sogar nach 4 Wochen im Blutplasma. Das heißt, okay, das anscheinend gibt es da schon Korrelation. So, nun kommen wir aber zum Ergebnis. Ja, A ist für die Rötung und B ist für die Gelbung, wenn es das Wort überhaupt gibt, im Gesicht. Hier sehen wir, in der High-Carotenoid-Gruppe stieg messbar dieser Wert an. Vorher, nachher. In der Low-Gruppe sank dieser Wert eher zu vorher, nachher im Gesicht. Die Konklusion sagt eindeutig eine signifikante Anstieg des Farbtons durch die Ernährung. Zum selben Ergebnis kam auch eine andere Studie, sehen wir hier. Wenn ihr mehr wissen wollt, welche Lebensmittel besonders viel davon enthalten und besonders viel zu Einlagerung bei uns im Körper führen, schaut euch einfach mal dieses Video an, was ich für euch schon vorbereitet hatte. Darüber, jetzt haben wir gerade meinen Zettel gesehen, auf den ich ablese. Das brauche ich eigentlich alles gar nicht. Das brauche ich, also im Prinzip ist das, also das ist... Also jetzt nochmal kurz aufpassen. Also fassen wir kurz zusammen. Carotenoide sind größtenteils fettlöslich und kommen deshalb dermal vor bei uns im Körper, weil sie sich dort einlagern können, weil sie die Doppel-Lipidschicht eben passieren können. Jene weisen die Fähigkeit auf, Radikale in unserem Gewebe unschädlich zu machen, so laut Studie. Es gibt Studien, die klar belegen, dass eine Einlagerung nur durch die Ernährung zu gewährleisten ist. Ich bedanke mich mega krass fürs Zusauen und ich bedanke mich auch ebenfalls für deinen Daumen, für die Unterstützung, für deinen Kommentar und fürs Teilen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Das kannst du gewährleisten, wenn du kostenlos ein Abonnement da lässt und dabei die Glocke aktivierst, damit ich dir auch wirklich direkt auf den Sack gehen kann, warum nicht, wenn ich wieder das neueste Video hochlade. Ich würde mich sehr freuen, dich auf vitasomal.de zu sehen. Meine liposomalen Supplements mit 4- bis 5-fach höherer Bioverfügbarkeitsstudien basiert. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Kanal damit unterstützt und euch dort gleich zu sehen. Wir haben auch Tees und Kräuter. Bis gleich. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.